Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal. Ja, hier haben wir den letzten Part beendet und sind gerade dabei, unser zweites Portal zu bekommen. So, mal schauen, das schießt hier irgendwie die ganze Zeit immer so verkehrt hin oder immer irgendwo hin. Da müssen wir mal schauen, wo wir hier am besten hin können. Weil da ist scheiße, da fallen wir runter, da ist scheiße, da fallen wir runter. Dann schießt es, ich glaube, noch unter uns, oder? Ja, so wie scheint müssen wir jetzt hier hin. Ja, gute Sache. So. Sieht aus wie ein Schalter. War das richtig? Ich glaube ja. Dann kommen wir nämlich dahinter. Also muss das Ding mal hier hinschießen. Schieß hier hin. Schieß an unsere Wand. Los, komm. Du willst doch auch. Yep, so. Gehen wir hier durch. Ich denke mal nicht, dass wir von den Dingern getroffen werden dürfen. Deswegen warten wir das mal ab. Schießen das da mal hin. Cool, ist sogar auf Anhieb richtig. Verdammt, jetzt muss das Ding sich beeilen. Jetzt kommen wir da nicht hin. Also wir mussten jetzt dieses Leuchtding, was da rauskommt, auf den Power Core, warte, auf den da drauf schießen. Und ja, das war schon nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir warten. Nämlich jetzt und jetzt hier hin. Dann bekommen wir unsere Portalkanone. Geile Sache. Und irgendwie, das muss ich noch kurz machen, ist das scheiße laut geworden. Musiklautstärke auch nochmal runter anwenden. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie sich bei euch in der Aufnahme ist, aber jetzt bei mir ist es gerade tierisch laut, wenn das Ding schießt. Meins. Geile Sache. Oh, hier ist ein Knopf. Mein Gott. Wir drücken da drauf, schießen da ein Portal hin, warten auf das Ding hier. Habe ich so mal beschlossen, dass das richtig ist, weil wir da so wie es scheint oben weiter... Ja, da ist auch das Zeichen drauf, dass wir da weiterkommen. Oranges Portal können wir mit Rechtsklick schießen. Also das eine können wir jetzt mit Linksklick und das andere mit Rechtsklick schießen. Geht es hier weiter? Ja, richtig. Coole Sache. Weiter geht's. Warum da eben eine Null neben meinem orangen Portal Strich war, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Wow, wir können zwei Portale schießen. Ist ja hammergeil. Ein neuer Raum. Was müssen wir hier machen? Ach so, okay. So, und dann hier reinfallen. Oben wieder rauskommen. Das gleiche nochmal da machen. So wie es scheint. Dann hier rein und dann da durch. Aham. Ich werde es gar nicht... Ist da oben für, ach, da oben ist ein Würfel. Okay, dann müssen wir... Ach, das ist schräg. Dein Portal hinmachen. Hier wieder... Geht das? Oh mein Gott. Oh, verdammt. Das war scheiße. Aber es scheint zu gehen. Probieren wir direkt doch nochmal aus. Oder auch nicht. Wir machen es normal. Ich wollte ganz weit fliegen, aber so geht's auch. Jump. Schaffen wir das? Ja. Okay, jetzt müssen wir wieder hier runter. Und da rein und dann kommen wir... Ja, wir kommen weiter. Warum ist ja alles kaputt? Ich weiß es nicht. Aber wir gehen weiter. Fahrstuhl fahren. Ich glaube, das Fahrstuhlfahren wird irgendwie so zur Standardprozedur in diesem Spiel. Im zweiten Teil ja auch schon, dass das dann immer zwischendurch immer diese Fahrstuhlfahrten hatte. Okay, was heißt im zweiten Teil auch schon? Ich habe den ersten ja nur nicht gespielt. Könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Mhm. Ich frage mich nur gerade, was wir hier machen müssen. Wir gehen hier mal runter.
Also, jetzt erstmal, was haben wir? Wir haben ein Cube. Dann haben wir zwei Schalter, die gedrückt werden müssen. Und das Ding muss von da aus nach... Wo ist denn das hin? Da. So, das machen wir jetzt erstmal. Was passiert dann? Dadurch wird das Ding aktiviert. Da oben können wir ein Portal machen, hier können wir ein Portal machen, da können wir durchfallen. Dann können wir den Cube mitnehmen, dann haben wir schon mal einen. Aber wie kriegen wir den jetzt da hinten hin? Ich denke mal so. So nicht. Ich hoffe, wir kriegen den dann noch runter. Ja, immerhin das, okay. Okay, also der kann uns auch Schaden machen, so wie das aussieht. Dann machen wir das eben so. Der liegt schon mal drauf. So, aber wir brauchen noch einen zweiten. Wir haben da drüben noch einen zweiten. Kommen wir da hin und wieder zurück? Ja, kommen wir. Ja, geile Sache sogar. Hier durch. Dann, welches habe ich nach oben geschossen? Das blaue. Das können wir nochmal hier hinschießen. Dann kommen wir hier durch. Dann kommt da oben das orange hin, da das blaue. Dann lassen wir den hier fallen. Ist das richtig? Yes! Da und da und dann hier langsam durch. Zack. Geil. Der Raum war wiederum sehr anspruchsvoll, wie ich finde. Aber cool. Das ist doch schön. Ich wette, das war eine Lüge. Ich weiß immer noch nicht, wozu die Nullen dastehen. Ich denke mal, was ich geschossen habe. Oder was ich als letztes geschossen habe. Aber, hier geht's weiter. So, was müssen wir hier machen? Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Mhm. Sind nicht nötig. Achso, hier wären wir sogar über eine Treppe hingekommen. Ja, okay, die habe ich nicht gesehen gehabt. Da oben müssen wir hin. Geht das so vielleicht? Ja, geht es. Geile Sache. Da muss ich wieder sagen, das ist ein geiles Rätsel. Weiter hier runter. Aber das war's doch noch nicht, oder? Weil sonst würde die Tür da nicht sein. Nee, wir brauchen da so eine Leuchtkugel. Wie geht das? Schießen da einfach mal ein Portal hin. Vielleicht bringt uns das ja was. Kriechen! Ne, sind wir langsamer. Wir laufen. So, was müssen wir jetzt hier machen? Boah, ich wollte da gerade noch drauf springen. Kommt das Ding auch wieder hoch oder muss ich da mit Portalen rüber? Das Ding kommt auch wieder hoch. Dann kann ich hier auch ohne Portale rüber, rein theoretisch. So, und das Ding dann... So. Verdammt, nochmal. Wirklich sehr so. Gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Das überspringen wir einfach mal, weil ich keine Lust habe, da zu warten. Da müsste jetzt da der Lift sein, ne? Ja, der ist schon mal unten. Geht der jetzt auch gleich wieder hoch, oder bleibt er so? Naja, müsste eigentlich hochgehen, sonst komme ich nicht weiter. Und das wäre scheiße. Yo, er geht hoch. Geile Sache. Durch da. Noch irgendwas zu sagen? Nein, okay, weiter geht's. Entschuldigung. Wir hätten da so eine Fahrschulmusik ein müssen, diese Wartemusik, die ist död. Ne, wie ging die? Vergessen, wie die Fahrschulmusik geht. Wie ging diese Fahrschulmusik? Ich weiß es nicht, egal. Und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Kuchen! Ja, Mann, geil, Kuchen! Ich musste die Tests beenden. Aber, was ich nochmal zeigen wollte, was eigentlich ganz cool ist: Das hier. So ein Infinite Loop und man wird immer schneller. Okay, manchmal hängt man dann fest. Und irgendwie brauche ich das hier, glaube ich, sogar, so wie das hier aussieht. Aber wie, wo, was, weshalb, warum? Nee, sozusagen da einmal? Oder geht das auch so?
Ach so, na, okay, so geht's auch. Wer es jetzt nicht verstanden habt, ich bin da unten rein, bin da oben wieder raus, bin unten nochmal rein, hab dadurch natürlich Speed gewonnen und bin oben nochmal rausgeschossen. Dadurch habe ich diesen Raum jetzt geschafft. Geile Sache, ich dachte, ich muss dieses Infinite Loop-Ding machen und dann dadurch irgendwie. Wie muss ich das hier machen? Wenn ich da ein Portal hinschieße und... wo kann ich noch ein Portal hinschießen? Doch, warte mal. Da? Dann warte ich, bis das Ding da durchgegangen ist. Verdammt, ich war zu langsam. Nee, gar nicht. Ha, geile Sache. Das war relativ... Also sah auf einmal auf jeden Fall kompliziert aus, aber es war eigentlich relativ einfach. Portale sind ja weg, aber das ist ja egal und wir fahren hier hoch. Gute Sache. Ich finde, dafür, dass das Spiel von 2007 ist, sieht es auch noch saugeil aus. Also, ich finde auf jeden Fall, sieht es saugeil aus. Hier haben wir, glaube ich, das gleiche wie vorhin, nur dass wir hier irgendwas noch machen können. Nur was? Ah, aber wir haben hier nichts. Wir können hier keine Portale machen, nee. Machen wir da oben aber mal eins hin und... Aber das reicht doch nie im Leben, wenn wir dann hier durchspringen. Oder? Das war geil gemacht. Also wer das jetzt schon wieder nicht... Ich versuche hier nochmal alles zu erklären, aber wer das jetzt nicht verstanden hat oder gesehen hat... Ich habe da oben ein Portal gemacht, da ein Portal gemacht... Bin da reingesprungen, hatte genug Schwung, wenn ich da oben rausgekommen bin, dass ich hier aufs Weiße komme. Hab dann im Flug noch ein zweites Portal gemacht, dass ich hier noch, dass ich da nochmal durchfalle und hier doch mal durchfliege. Finde ich sau cool. So wie es scheint, muss ich das gleiche nochmal hier machen. Ich muss da nämlich, so wie es scheint, rüber. Deswegen gehen wir da doch einfach mal rüber. Wenn wir das so machen und hier ungefähr. Ne, gar nicht. Da. So ungefähr, oder? Ey, ich komme da oben nur Scheiße raus, ehrlich. In die Mitte. Und dann... dahin. Ja. So, wenn wir jetzt das machen, dass wir da ein Portal setzen und da... Ne, dann fliegt es kreuz und quer, das soll es ja nicht. Aber wie soll das gehen? So, das Ding springt dagegen, fliegt... Warte mal, wo ist das Teil? Hier direkt, auf dem Portal sozusagen. Okay, also muss das aus dem Portal rauskommen, da drüben rein. Wie soll das gehen? Ich probiere mal was aus. Nee, so war das nicht gedacht. Wenn ich das dann... Ach so, gute Idee. So mache. Müsste das Ding von da kommen, da reinfliegen, da raus. Da kommt schräg raus. Ach so, warte. Da, dagegen. Jetzt müsste das rein theoretisch funktionieren. Die Kugel kommt, fliegt da rein, dagegen, da durch, da raus, dagegen und ist dann da, oder? Nein. Und so, dass es weiter vorne durchgeht. Das sieht doch schon besser aus, oder? Ja. Also jetzt muss ich darüber, oder wie? Wie soll ich darüber kommen? So wie hierher? Boah, das war knapp. Da wäre ich fast noch gegengekommen. Hallo, wie soll ich hier weiterkommen? Ach so. So und dann nicht da drauf. Im 18. Muss ich wieder rechnen, weil ich wieder nicht auf die Uhr geguckt habe. Oder nur kurz drauf geguckt habe. Wir müssen dann hier drauf. Oh mein Gott. Nein, wieso sind wir da nochmal durchgefallen? Scheiße.
Wo müssen wir wieder anfangen? Hier. Okay. Also, wir probieren das gleich nochmal, aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann, Leute. Ciao.